Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, wie angekündigt im Intro, falls du das Intro zum Thema Yin-Yoga noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das hier oben nochmal. Da geht es nochmal darum, was will diese Videoserie für dich tun quasi, also wo stiftet sie Nutzen auf dem Weg zum Thema individuelle Praxis im Yoga. Wir haben ja schon eine ganze Videoreihe mit Posen aus dem Yang-Yoga-Bereich gemacht. Auch hier verlinke ich dir nochmal die Playlist, falls du diese Serie noch nicht gesehen hast. Mein Kanal steht eben für den individuellen Ansatz im Yoga, dafür, dass wir alle unterschiedlich sind und dadurch eben auch individuelle Bedürfnisse haben. Und das soll sich auch in unserer Praxis ausdrücken. Also, heute geht es um das Thema Schmetterling. Das heißt, die Butterfly-Pose, darum soll es heute gehen. Ihr kennt die Pose wahrscheinlich schon aus dem Yang-Yoga. Es ist die Pose, wo man die Fußsohlen aneinander nimmt, oft dann auch noch hält, mit Kraft die Knie Richtung Boden bringt, ganz nah ranrückt an die Füße, sich ganz gerade aufrichtet. Das ist so die klassische Variation eben vom Schmetterling, wo man wirklich versucht, die Knie aktiv Richtung Boden zu bringen. Im Yin-Yoga, wisst ihr, üben wir passiv. Das heißt, wir lassen die Schwerkraft ihre Arbeit machen und deshalb brauchen wir diesen ganzen Zug, diesen ganzen Druck brauchen wir nicht. Und deshalb wäre es noch gut, damit du dich auch jetzt bequem einrichten kannst für dieses Tutorial. Wir werden ganz viele verschiedene Varianten der Butterfly-Pose miteinander ausprobieren. Also es wird ein sehr ausführliches Tutorial werden. Und deshalb, wenn du Hilfsmittel hast, dann schau doch mal, vielleicht hast du solche Blöcke. Die kannst du dir sehr gerne holen. Es können wie immer auch dickere Bücher sein oder andere ähnlich gelagerte Größen, die du da hast, die so Charakter von so einem Block widerspiegeln. Das wäre ganz gut. Genauso, wenn du zum Beispiel ein Kissen hast, ne, ein etwas festeres Kissen wäre gut. Natürlich ist immer gut, wenn man für eine Yin-Yoga-Praxis eine Decke hat, auch ein eher festeres Material, was man gut falten kann in verschiedene Positionen. Und wenn du ein Yoga-Bolster hast, dann kannst du das auch sehr gerne holen. Es kann auch eine, so eine Sofarolle sein oder eben also fürs Sofa oder es gibt es auch oft fürs Bett, was man sich so abends so in den Rücken oder den Nacken tut zum Lesen. Also wenn du sowas hast, dann hol mal alles an Hilfsmitteln, was du jetzt so bei dir im Umfeld auftreiben kannst. Sehr gut. Und wenn du dann soweit bist, dann lass uns starten. Die Schmetterlingsposition im Yin-Yoga, ich habe es schon erwähnt, wird halt sehr passiv geübt. Wichtig dabei ist, dass man sich wirklich drauf einlässt. In jeder Yin-Yoga Praxis geht es ja wirklich in der Hauptsache ums Loslassen, ums Hinspüren, auch so ein bisschen eben wirklich seine Grenzen austesten, aber im positiven Sinne. Also oft wird im Yin-Yoga von diesem positiven Schmerz gesprochen. Ich mag das persönlich nicht. Ich spreche im Yoga nie von Schmerz. Es ist ein Reiz auf den Körper, den wir ausüben wollen. Und es geht diesmal nicht wie beim Yang-Yoga um die Muskulatur, die wir ja erreichen wollen, sondern um das tiefere Gewebe, um die sogenannte
sogenannten Faszien. Das ist eigentlich, haben wir im Körper nur eine Faszie, wenn wir es ganz genau nehmen, weil alles miteinander verwoben ist. Das ist wie so ein Netz, was sich durch unseren Körper hindurchzieht mit ganz vielen verschiedenen Schichten. Und ist eben sehr reizanfällig ist jetzt nicht der richtige, reizempfänglich wollte ich sagen. Das heißt also, es nimmt sehr gut Reize an und auf. Und es heißt eben auch, wenn man quasi die Faszien mal geärgert hat, dann krampfen sie sich zusammen oder eben wenn sie zu trocken werden, weil man sie nicht genug eben wirklich bewegt. Das ist sehr oft, du kennst es vielleicht eben, wenn du Körperteile ruhig stellen musstest nach Operationen oder so und man eben dann sich weniger bewegt. Dann zieht sich das alles zusammen, die Flüssigkeit geht raus aus den Faszien und dann dadurch spannen sich eben auch die Muskeln quasi wie an oder werden nicht mehr so beweglich, weil die Faszien eben auch die Muskeln umhüllen. So, um da wieder gelöster und geschmeidiger zu werden. Dafür machen wir eben im Yin-Yoga diese passiven Haltungen. Eben dadurch entsteht ein Dehnreiz. Es entstehen auch nicht nur Dehnreize im Fasziengewebe, also in den weichen Faszien quasi, sondern eben auch in Sehnen und Bändern und so weiter. Und das hilft alles, unser Gewebe gesund zu erhalten. Das ist ganz wichtig. Wir wollen ja auch im Alter noch geschmeidig sein. Genau, und jetzt bei der Butterfly-Pose im Speziellen wollen wir jetzt die ganz vielen verschiedenen Variationen einmal durchspielen und du entscheidest dann hinterher, wo möchtest du vielleicht dann länger bleiben, um mal wirklich die Wirkung zu spüren. Eben dadurch, dass wir hier die Füße aneinander nehmen, das machen wir natürlich auch jetzt in der Yin-Variation davon. Aber der Punkt ist, dass du eben, bei vielen ist es schon so, dass sie ja auch merken, sie rutschen quasi schon, wenn sie die Fußsohlen zusammenlegen, kippt so wie das Becken leicht nach hinten. Sie können gar nicht wie aufrecht sein, geschweige sich dann nach vorne beugen. Dafür ist alleine schon mal so eine Decke gut. Das heißt also, wenn du so eine Decke hast, ich zeige das jetzt von der Seite, dann mach dir die Decke, ne, faltet dir die so ein bisschen auf etwas höher, sodass du dich dann mit dem Popo da drauf setzen kannst. So, ne? Das heißt also, dann siehst du schon, ich lasse jetzt die Beine einfach mal gerade, damit du das siehst, dann kippt das Becken einfach schon ein bisschen einfacher nach vorne. Ne? Man rollt nicht so leicht nach hinten. Du kannst das Ganze noch höher machen. Noch besser, wie du siehst. Ne? Dann kippt das Becken schon viel leichter nach vorne. Und dann, wenn du die Fußsohlen aneinander legst, dann musst du das auch gar nicht so machen, dass du die ganz nah zusammennimmst. Das macht man gar nicht so unbedingt im Yin-Yoga, sondern man macht mehr so eine Diamantform. Also dann schiebt die Füße ruhig etwas weiter weg vom Körper. Und je nachdem, wie dein Körper gebaut ist, das ist ja das Schöne, sind ja alle unterschiedlich. Bei manchen ist, wenn du die Füße weiter nach vorne schiebst, dann gehen die Knie weiter nach oben und bei manchen gehen die Knie weiter nach unten Richtung Boden. Es ist ganz individuell. Also wenn sich das bei dir jetzt anders verhält als bei mir, ist das total in Ordnung. So, und dann gehen wir jetzt her und wenn du möchtest, wenn du merkst, hier, also die kommen die Knie einfach generell viel zu weit nach oben und das ist unangenehm länger zu halten, dann kannst du dir wunderbar hier die Blöcke jeweils unter die Seiten schieben, dann merkst du schon, ist das wunderbar gestützt. Und wenn du dann nach vorne kommst, das ist die typische Art, die Butterfly-Pose auszuüben. Wir kommen gleich noch auf ganz viele verschiedene andere Variationen, weil man kann natürlich auch einfach nur sitzen bleiben und die Öffnung genießen. Das heißt also, gedehnt wird in dieser Pose, werden hier einmal die Außenseiten von der Hüfte, aber natürlich auch die Innenseite der Oberschenkel. Das heißt also, du siehst, ne? Wenn du dich hier nach vorne beugst und du hast die Knie so wunderschön unterstützt, dann ist das eine sehr angenehme Dehnung. Ohne dass eben deine Knie hier so in der Luft schweben und irgendwie Druck hier noch auf die Außenseite der Knie kommt. Wenn du so eine Rolle hast, eine Sofarolle oder so eine so ein Polster, so ein Yoga-Polster, dann kannst du das auch runterlegen. Ne? Das heißt also, das geht auch, ne, unter die
wunderbar unter die Knie durchschieben. Und dann geht es auch, dass du nach vorne kommst. Das ist auch eine ganz wunderschöne Variation von dieser Pose, so dass deine Knie wirklich nicht in der Luft hängen. Auch das probier mal für dich aus, wie das funktioniert. Genau, und wenn du jetzt schon mal einfach länger in dieser Pose eben so sitzt, dann merkst du vielleicht eben auch schon, wie die Außenseiten hier von der Hüfte gedehnt werden und dass eben auch hier so die Innenseite der Oberschenkel, vor allen Dingen, wenn du dann nach vorne kommst. Wenn du sitzt, ist es noch relativ neutral, aber wenn wir jetzt nach vorne kommen, dann merkst du jetzt eben wirklich schon, vielleicht, wie sich das auswirkt, es ist auch immer so mit diesem, du spürst, du musst spüren, das ist eben auch nicht so, es ist ganz individuell. Der eine spürt es hier sehr, sehr stark, so bis in den Po rein und der andere spürt nur vielleicht ein ganz kleines bisschen und spürt dafür vielleicht innen mehr. Also auch das, es gibt keinen One-Size-Fits-All-Approach, finde wirklich das, was du empfindest, ist richtig erstmal in der Pose, aber natürlich arbeiten wir quasi mit sogenannten Target Areas. Wir sagen eben, was wir glauben, was wir ansprechen wollen mit der Pose. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, eigentlich möchten wir hier eben die Außenseite der Hüfte ansprechen und eben auch die Innenseite der Oberschenkel, das ist das, wo du natürlicherweise die Pose spüren solltest, weil das unsere Target Area ist. Wenn das für dich nicht der Fall ist, ist das total okay. Ne, das heißt, du kannst auch dann zwar variieren und zu sagen, okay, wenn ich die Beine vielleicht weiter nach vorne nehme, was verändert sich denn dann in meiner Pose? Was spüre ich denn? Jetzt, ne, spüre ich jetzt hier mehr an der Außenseite der Hüfte und dann spürst du vielleicht wirklich weniger noch an der Innenseite der Oberschenkel. Schau mal einfach, wie verhält sich die Pose wirklich für dich. Und eben, es gibt kein richtig oder falsch. Auch diese Target Areas sind natürlich Empfehlungen, weil wir wollen ja eine runde Yoga-Praxis machen und deshalb versuchen wir immer, Übungen zusammenzustellen, die möglichst alle Target Areas wirklich beanspruchen, bearbeiten, so dass du wirklich den ganzen Körper einmal beübt hast. Es sei denn, wir legen bestimmte Schwerpunkte und sagen, wir machen jetzt in der Hauptsache den Oberkörper und in der Hauptsache die Beine oder so. Das gibt natürlich auch mal, wenn man kürzere zum Beispiel macht, Übungsabfolgen, dass man sich ein bisschen stärker fokussiert. Aber eben auch da sagt man ja dann, heute ist unsere Target Area der untere Körper oder eben der Oberkörper. Also einfach das so als, wenn du das hörst, das heißt, es ist schon ein Ziel dahinter, aber es ist nicht schlimm, wenn du jetzt das nicht genau da spürst, wo der Lehrer das eigentlich ansagt. Gut, soweit dazu. Das heißt, das ist jetzt die Variation, wenn du mal die Variation jetzt gefunden hast, die für dich gut ist, egal jetzt ob mit den Blöcken oder mit dem Bolster. Dann kannst du dich wirklich so nach vorne lehnen, so langsam, denn dann meistens wird es ja in einer Vorbeuge ausgeübt, in eben dieser Sitzvariante. Das heißt also, du kommst einfach so langsam und zwar mit rundem Rücken. Das ist auch der Unterschied zu der anderen Yang-orientierten Variante des Schmetterlings, wo du ja mit den geraden Rücken behalten sollst. Da kommst du also nur mit geradem Rücken nach vorne. Und hier ist es so, dass du der Rücken rund werden darfst. Darf und auch soll. Ne? Gerade auch im Rücken sitzen Faszienzüge und Meridianverläufe und das ist das, was wir jetzt durch diese Rundung und wirklich dieses Hängen lassen, was wir da bearbeiten wollen. So, und du siehst jetzt hier, mein Kopf ist jetzt in der Luft und jetzt entweder ist das für dich in Ordnung, ne? Dass also das so ist, oder du schaust, dass du dir ein Kissen nimmst, zum Beispiel, und kannst du dann hier den Kopf auf dem Kissen wunderbar ablegen. Das ist sehr gemütlich. Als Beispiel für mich jetzt in dem Fall, schau mal, wie sich das für dich anfühlt. Wenn du die Blöcke so genommen hast und du hast dein Bolster noch parat oder dein Sofakissen, kannst du auch das hier so auf die Beine drauflegen und kannst dich dann hier auf das Bolster so drauflegen. Das ist auch eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Man kann das Bolster auch nach vorne legen, quasi nur hier so auf die Füße vorne drauf, sodass du dann hier die Stirn da drauf ablegen kannst. Oder wenn du die
Blöcke gar nicht unter den Knien hast, die Blöcke quasi noch zur Verfügung hast, kannst du dir ein Türmchen bauen. Entweder hier auf der höchsten Stufe, auf der mittleren Stufe, auf der niedrigsten Stufe. Ganz wunderbar. Und dann kannst du eben mit den Händen so weit nach vorne laufen, wie du möchtest. Na, schau mal, wie das für dich passt, so dass deine Schultern auch richtig Richtung Boden sinken können, ohne Anspannung. Und das ist immer so die erste Phase der Yoga, der Yin-Yoga-Pose, ist wirklich hineinzukommen in die Pose und dann quasi eben diesen Punkt zu spüren und zu sagen, ja, hier ist es jetzt, wo ich bleiben möchte. Und dann bleiben wir in dieser Pose mit dieser eben passiven Absicht loszulassen, tiefer Richtung Boden zu sinken, einfach zuzulassen und damit zu sein, was jetzt gerade ist. Keine muskuläre Anspannung nach Möglichkeit, kein Ziehen, kein Drücken, also um tiefer in die Pose zu kommen, sondern wirklich die Schwerkraft nutzen. Und falls du dann mit den Blöcken arbeitest und du stellst fest, oh, ich kann jetzt nach einer Zeit, löst sich mein Körper, ja, dann nimmst du den Block vielleicht eine Stufe tiefer und lässt dich tiefer sinken. Das ist total okay. Aber mach immer das, wo du an dem Tag spürst, ja, das tut mir gut. Und nicht, ich muss jetzt noch tiefer in die Pose. Du musst gar nichts. Du darfst. Also immer, lass dich drauf ein, mach wirklich das, was an dem Tag auch wirklich gut zu dir passt. Genau, also das ist quasi alles, was mir jetzt im Moment einfällt zum Thema eben hier Vorbeugen, Variation, ne, des Schmetterlings. Es gibt natürlich halbe Variationen davon. Das kann ich euch auch noch eben zeigen. Das heißt, dann ist ein Bein ausgestreckt. Ich lasse jetzt hier mal das linke Bein ausgestreckt. Und das rechte Bein wird angewinkelt hier so im quasi, dass der Fuß angelegt ist an die Innenseite des linken Oberschenkels. Ich zeige es vielleicht mal von vorne, da sieht man es jetzt in dem Fall besser. Also mein vorderes Bein ist gerade ausgestreckt und mein rechtes Bein wird hier angewinkelt. Und auch hier gilt wieder das Gleiche. Wenn dein Knie hier nicht auf dem Boden abliegt, auf jeden Fall gerne unterstützen mit entweder dem Block, einem Kissen, oder einer Decke, je nachdem, ob du die Decke wieder brauchst, auch um drauf zu sitzen, oder ob du mehrere Decken hast, das kann natürlich im Idealfall auch der Fall sein. So, das heißt also, mach es dir so wieder bequem, wie es für dich am besten passt. Und ihr kennt das von Janu Shirshasana, wäre jetzt die offizielle Variante im Yin, im Yang-Yoga dazu. Und dann würdest du die Arme jetzt nach oben nehmen, würdest dich hier drüber beugen, über das linke Bein, Fuß wäre geflext, und dann würdest du mit geradem Rücken runterkommen, so weit wie das für dich möglich ist. Und dann würdest du wahrscheinlich den Fuß noch umfassen und festhalten. Machen wir im Yin-Yoga nicht. Da ist wieder, der Fuß ist hier entspannt, dein Bein ist generell entspannt. Und das heißt, du wanderst hier wieder ganz langsam nach vorne, so weit wie das für dich passt. Und dann kannst du wieder loslassen. Und auch hier gilt wieder, wenn du merkst, ich komme hier nicht so tief und ich möchte mich eigentlich wirklich ausruhen, Kissen, Decke, irgendwas hier auflegen, Block, sodass du auch hier wieder die Stirn ausruhen kannst, dass du wirklich sinken kannst Richtung Boden. Denk daran, dass deine Hände nichts greifen, sondern ganz entspannt sind. Spür auch da mal rein, wie sich jetzt das für dich anfühlt. Einfach in diesem halben Schmetterling. Der Unterschied ist, hier sind wir natürlich sehr stark im Oberschenkelbereich. Da dehnen wir jetzt hier vom linken Bein den Oberschenkel sehr stark. Und wenn wir uns hier rüber beugen, dann haben wir auch noch eben in der Hüfte quasi die Drehhaltung dabei. Und
Eben wieder diese Vorbeuge für den Rücken. Das heißt auch wieder die Rückenfaszie. Also verschiedene Bereiche, die wir hier ansprechen möchten. Und eben schau mal wieder, was spürst denn du? Spürst du mehr hinten im Oberschenkel? Spürst du mehr hier im Rücken vielleicht, ne, auch hier von der Drehhaltung, vielleicht etwas im Brustkorb? Wo spürst du denn jetzt diese Pose am meisten? Ganz individuell. Und wenn du generell das nicht magst, dass das Bein so aufliegt, kannst du natürlich dir auch hier so die Decke sehr gut unter das Knie rollen, das heißt also so, dass das Knie dann aufgelegt ist auf die Decke und dann spürst du vielleicht viel weniger Druck und kannst dich so noch tiefer sinken lassen. Vergleich das mal, wie sich das anfühlt, wenn du unter dem gestreckten Bein in die Kniekehle eine gefaltete Decke, ein Kissen, irgendwas reinlegst, was das Knie wirklich schön weich auspolstert von der Unterseite. Gut, das wäre so der halbe Schmetterling. Und das kannst du natürlich dann, das gilt natürlich auch dann für die andere Seite, wenn du das rechte Bein ausstreckst und eben das linke Bein anwinkelst. Ne? Genau der gleiche Fall, du würdest wieder nach vorne krabbeln und dann auch wieder hier deine Variation finden. Aus Zeitgründen machen wir jetzt nicht alles komplett einmal in der wirklich Ruhezeit, weil dann würden wir wirklich noch viel länger für das Video halt brauchen. Ich stelle natürlich hinter nochmal ein Video zusammen, wo wir so eine Sequenz von verschiedenen Posen nochmal mit den verschiedenen Varianten auch wirklich gemeinsam dann üben. Aber das ist jetzt mehr wirklich ein Tutorial, um dir zu zeigen, welche Möglichkeiten du hast. Gut, das war jetzt die Vorbeugevariante, einmal eben der ganze Schmetterling und der halbe Schmetterling. Und dann gibt es jetzt noch die liegende Variante, das heißt also, es gibt noch den liegenden Schmetterling. Und da kannst du jetzt eben auch wieder aus allen möglichen Varianten quasi schöpfen. Das heißt, dann kommst du mit den Also setzt du dich auf, dann bringst du die Füße wieder zusammen und kommst dann langsam auf den Rücken. Und hier ist jetzt auch die Frage wieder, wie tief kommen deine Knie? Möchtest du hier vielleicht wieder was unterstellen? Und ganz wunderbar zum Unterstützen. Und dann kannst du dich entweder hier einfach so auf den Rücken legen, ganz flach. Kannst die Arme auch ausweiten. Das ist eine sehr, sehr schöne zusätzliche Möglichkeit, hier quasi die Schulterregion etwas zu entspannen, sodass du die Schulterblätter ganz bewusst Richtung Boden sinken lässt, noch tiefer und tiefer. Wir halten ja immer so viel Spannung im Oberkörper, gerade im Schulterbereich. Und einfach, wenn du so die Arme öffnest, und die Handrücken auflegst, erlaube doch einfach deinen Schulterblättern sich wirklich zu entspannen, tiefer in den Boden zu senken. Und dann merkst du, ist die Wirkung natürlich jetzt im Rücken eine ganz andere. Wir haben ja keine Vorbeuge, sondern wir liegen jetzt in der neutralen Rückenlage und Fokus ist jetzt auf den sanft geöffneten Beinen, die jetzt auch ohne Druck, komplett ohne Druck geöffnet sind, weil wenn du die Vorbeuge machst, dann drückst du ja trotz allem, auch wenn du die Schwerkraft arbeiten lässt, übt ja dein Oberkörper Druck aus auf die geöffneten Beine. Das hast du jetzt hier auch nicht. Das heißt, sie fallen einfach von selber auseinander. Und dann schau mal, wie sich das für dich anfühlt. Auch was macht das mit deinem unteren Rücken? Für manche Leute ist das unangenehm im unteren Rücken. Dann löst das natürlich wieder auf. Es soll niemals unangenehm sein.
Du sollst dich ja sinken lassen können. Und wie gesagt, wenn dir das mit den geöffneten Armen auch unangenehm ist, dann nimm einfach die Hände vielleicht auf den Körper. Du kannst vielleicht die rechte Hand auf den Bauch, die linke Hand auf den Brustkorb legen. Deine Atembewegung verfolgen. Genau, und dann würdest du, wenn die Zeit rum ist, würdest du, also du kannst natürlich statt der Blöcke auch wieder die Yoga-Rolle nehmen, dazwischen tun, also alles das ist gleich erlaubt und erwünscht. Und du kannst natürlich auch noch, wenn du das Gefühl hast, du magst nicht gerne mit dem Kopf direkt auf der Decke liegen, dann kannst du wunderbar den Kopf auf die Decke, auf so eine gefaltete Decke oder auch auf ein Kissen legen, wenn das für deinen Nacken angenehmer ist. Also richte dich immer so ein, dass es für dich passt. Und dann, wie gesagt, wenn du fertig bist, räumst du die Hilfsmittel erstmal aus dem Weg. Und dann kannst du mit Hilfe der Hände, kannst du die Beine wieder zusammenbringen und dann einfach vorsichtig nach vorne ausstrecken. Das gilt generell, komm nach Möglichkeit nach so einer längeren Yin-Pose, die du ja dann zwischen 3 und 5 Minuten unter Umständen hältst. Komm einfach gerne in eine neutrale Position zum Nachspülen. Das ist immer der sogenannte Rebound. Und das heißt, an der Stelle spürst du wirklich nach. Der Körper kann wieder ganz natürlich in die Ausgangsposition zurückfinden und du erlaubst dir eben diesen Effekt der Wirkung der Pose wirklich nochmal zu spüren. Nimm dann immer ganz bewusst wahr, wie sich dein Körper nach so einer Hinhaltung anfühlt. Vielleicht spürst du irgendwo ein leichtes Kribbeln, Wärme. Egal was es ist, alles ist gut, so wie es jetzt ist. Genau, und dann nach dem Rebound, jeweils nach der kurzen Ruhepause, kommst du wieder zurück, oft eben ins Sitzen oder generell halt bereitest du dich dann auf die nächste Pose vor, welche dann auch immer in deiner Praxis halt kommt. Und genau, also der Schmetterling ist für mich ganz persönlich eine meiner Lieblingsübungen. Ich mag sowieso zum Beispiel gerne abends vorbeugen, also die vorbeugende Variante mache ich dann häufig eben auch gerne mit dem Bolster, so zum Drauflegen, einfach weil das auch so eine Art in sich kehren ist. Vorbeugen beruhigen ja dadurch auch das Nervensystem an der Stelle und eben ich mag einfach diesen Effekt mit so diesen leicht geöffneten, zwanglos geöffneten Beinen einfach für den ganzen Hüftbereich, unteren Rückenbereich und gleichzeitig die Dehnung im ganzen Rücken, das ganze Loslassen durch das Vorbeugen. Also ich mag halt diese Geschichte wirklich sehr gerne. Man stimuliert auch so Nieren- und Blasenmeridian noch damit, einfach noch damit es energetisch vollständig ist. Und ja, also das war quasi der Schmetterling in allen möglichen Varianten, damit du mal für dich selber ausprobieren kannst, was du gerne üben möchtest und damit du gut gerüstet bist für deine eigene individuelle Yin-Yoga-Praxis. Ich bedanke mich dafür, dass du heute dabei warst, dass du dieses Tutorial angeschaut hast. Bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keins der neuen Videos mehr verpasst. Und dann möchte ich mich von dir verabschieden mit einem Lukas Samastas Okino Bhavantu und ich freue mich auf das nächste Mal. Deine Yvonne.